Wir zocken jetzt eine kleine Runde. Es geht um, wie man es unschwer erkennen kann, um Dawn of War 1, den ersten wohlgemerkt, genau. Der eine oder andere wird sich jetzt wieder fragen, warum man jetzt den ersten Teil. Ich erkläre es einfach. Schließlich kam jetzt der neue dritte Teil jetzt raus. Und ich habe aber auch zugleich, passenderweise konnte ich das irgendwie gut abpassen, oder es war einfach reiner Zufall, den Animationsfilm gesehen, Ultramarines. Und der hatte mich dann so in diese Retro-Stimmung versetzt, dass ich unbedingt wieder den habe. Jetzt wird sich der eine oder andere jetzt auch überlegen, warum er aus dem ersten Jahr, der hat damals für mich echte Riesenfaszination ausgelöst. Es war 2004 kam er glaube ich raus und ich habe den damals bis zum Erbrechen gezockt. Also das Hauptspiel damals. Und das war so geil und so super vom erfrischend aus dem Strategie-Genre halt, klar, typischer Basenbau und Einheiten rushen und so. Aber durch diese Taktierung der Punkte, Verteidigung etc. und dieses erfrischende Einheitendesign, das war für mich damals echt unbeschreiblich cool. Und ich weiß noch, ich habe dann mir das Hauptspiel geholt und habe dann irgendwann mitbekommen, oh okay, da kommen einige Add-ons raus und damals war es immer so üblich, Add-ons kommen noch physisch raus und ich werde den nicht dauernd per Download hinterhergeschmissen als DLC. Und dann habe ich gemerkt, ah okay, es kommt das erste Add-on raus, das war dann Winter Soul, dann kam Dark Crusade. Und ganz am Ende Soulstorm. Aber ich habe mir dann Winter Sword und Dark Crusade in so einer Box zusammengeholt. Das blende ich jetzt mal hier ein mit dem Hauptspiel nochmal. Also ich habe das Hauptspiel und das komplette Package. Und ich weiß noch, ich war dann frisch in meiner ersten eigenen Wohnung. Hatte glaube ich dann meinen ersten richtigen Urlaub. Und da macht man natürlich nichts anderes als sofort zu zocken. Und da habe ich dann damals Dawn of War reingeschmissen. Und das war einfach der Oberknaller für mich. Ich habe das bis zum Erbrechen gezockt. Das ging irgendwie mittags los bis in die frühen Morgen schon. Also ich werde das nie vergessen. Ich sitze da am PC, zock schön. Mein PC war damals am Fenster und ich merke schon, oh okay, es wird ein bisschen heller. Ah, okay, ist schon wieder Tag. Dann fängt aber an die Pieper wieder zu piepen und so. Und dann merke ich, okay, ich habe die ganze Zeit das Spiel. Also wenn ein Spiel, wenn du mit so einem Spiel so viel Spaß hast, dann macht das, hat das Spiel alles richtig gemacht. Das ist dann unbeschreiblich, also allein das Gefühl, ich habe da schon wieder so ein Retro-Flash dabei. Das war einfach für mich ein geiles Spiel. Hat Spaß gemacht, die Story war cool, also von dem ersten Grundspiel, da kann ich mich ein bisschen aktiver dran erinnern, da ich ihn jetzt gerade wieder durchgespielt habe, mit den Space Marines, den Orks und dem Chaos. Also da hat alles gestimmt. Gameplay, Story, Spielmechanik, alles war 1A. Das war super. Deswegen, also ich würde da grundsätzlich ein bisschen so das Gameplay laufen, damit ihr so einen kleinen Eindruck habt, was da so damals so vielleicht auch nicht die Faszination ausgelöst hat. Und ich habe es ja jetzt vor kurzem ja auch wieder installiert gehabt, wie ich gesagt habe, und ich habe das auch innerhalb kürzester Zeit zumindest das Grundspiel erstmal wieder durchgezockt. Ich werde auch nochmal die Add-ons wieder dann installieren. Da muss ich nur mal halt schauen, ich habe jetzt Winter Assault, hatte ich ja schon gespielt, und Dark Crusade auch. Was ich noch gar nicht kenne, ist dann Soulstorm, weil das habe ich irgendwie damals völlig verpasst. Irgendwie da war völlig, glaube ich, schon meine PC-aktivere Zeit vorbei. Oder war es so teuer? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann das nicht gehabt. Ich habe das dann irgendwann ganz günstig als Green Pepper Game bei mir geholt und nachgekauft. Gut, jetzt kriegst du es mittlerweile bei Steam. Aber ist ja nicht schlimm. Also egal wo ihr zockt, ob ihr das jetzt noch physisch als Disc habt oder wie ich jetzt aktuell auch mittlerweile bei Steam, was ich mir in der Bibliothek habe. Es ist ein cooles Game, es macht euch voch Spaß und es ist einfach für mich fast schon mittlerweile ein gutes Stück Nostalgie. Es sind ja natürlich einige Jahre dazwischen, deshalb kann man das auch schon fast schon mittlerweile als Retro-Titel sehen. Ich werde auch dann irgendwann mal den zweiten zocken, weil den habe ich wirklich glaube ich nur eine oder zwei Missionen und irgendwas war denn. Ich weiß nicht, ob es mein PC war, irgendwas hat nicht gestimmt und dann habe ich es irgendwie nicht weitergezockt. Den dritten, wenn der irgendwann mal günstig ist, dann werde ich mir den auch wahrscheinlich besorgen. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit drin, deswegen weil mein Stapel der Schande ist ja nicht gerade unbedingt klein, deswegen ein paar hundert Games, die ich da noch zocken muss, müssen ja auch erstmal weg. Aber ich wollte euch mal halt dran teilhaben. Ein bisschen Retro-Flash, deswegen für euch alle. Vielleicht der eine oder andere kann ja auch vielleicht seine Meinung oder seine Erfahrung nicht mitteilen. Also vielleicht habt ihr das ja ganz anders wahrgenommen oder wie eure Meinung zu dem Spiel war. Schreibt es einfach unter das Video. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht uns ein bisschen austauschen können. Deswegen, ob ihr es auch so erlebt habt. Also jeder hat ja dann seine eigene Erfahrung. Aber ja, deswegen teilt es einfach mir mit. Deswegen, wir können uns ein bisschen austauschen. Vielen Dank.